Hallo, mein Name ist Tino, ich bin Redakteur bei Moviepilot. Hier die drei Gründe, warum ich mich auf White House Down freue. Drei Gründe, warum ich mich auf White House Down freue. Punkt 1. Es ist Stirb langsam im Weißen Haus. Ich liebe Stirb langsam. Punkt 2. Roland Emmerich ist der Regisseur. Niemand zerstört das Weiße Haus so gut wie Roland Emmerich. Punkt 3. Channing Tatum spielt die Hauptrolle. Er war sehr gut in 21 Jump Street. Wird er seine Karriere weiterhin aufwärts treiben? Erbarmungslos? Punkt 1. Es ist Stirb langsam im Weißen Haus und ich liebe Stirb langsam. Den ersten Teil, nicht den dritten und den vierten. Und vielleicht könnte White House Down tatsächlich genau das sein, von der Gewalthärte her und von dem Blutvergießen. Hoffen wir, dass er da anschließt. Ein schöner 80er Jahre Actionreißer. Punkt 2. Regie Roland Emmerich. Ich habe das Drehbuch gelesen und es ist weit, weit, weit davon entfernt, originell zu sein. Es ist tatsächlich Stirb langsam im Weißen Haus. Es gibt sogar einige Szenen, die mehr geklaut als eine Hommage erscheinen. Aber das muss ja nichts heißen. Actionfilme müssen nicht originell sein. Sie müssen rassig und unterhaltsam sein, und das könnte das White House Down auf jeden Fall sein. Roland Emmerich hat das Weiße Haus schon dreimal zerstört. In Independence Day in 2012 und, soweit ich mich erinnere, in The Day After Tomorrow. Vielleicht am Rande, eine Zerstörung am Rande. In White House Down kann er sich ganz darauf konzentrieren, das Weiße Haus in all seine Einzelteile zu zerlegen. Kann auch ins Weiße Haus gehen, einzelne Räume kaputt machen. Es sollte eine Spielwiese für den Deutschen sein. Ist im Prinzip ein bisschen ein Fetisch, nicht wahr? Dauernd das Weiße Haus zerstören zu müssen. Aber ja, deswegen. White House Down, herrlich für Roland Emmerich, hoffentlich herrlich für uns. Punkt 3. Channing Tatum spielt die Hauptrolle eines Secret Service Agenten, der mit seiner Tochter auf einer Tour im Weißen Haus ist und sich erfolglos für den Job als Secret Service Agent für den Präsidenten beworben hat. Vom geschriebenen Wort her nicht besonders aufregend, aber Channing Tatum war sehr, sehr gut in dem 21 Jump Street Remake. Wer weiß, vielleicht ist er tatsächlich der Star, für den er zumindest von manchen Casting-Agenten offensichtlich gehalten wird. Ich bin sehr gespannt. Den Präsidenten spielt nebenbei Jamie Foxx. Vielleicht ein wenig an Anlehnung an den tatsächlichen momentanen Präsidenten. Wie gesagt, nicht originell, aber viel Bum-Bum. Niemand macht Bum-Bum besser als Roland Emmerich. Roland Bum-Bum Emmerich. Schreibt in die Kommentare, was ihr euch von White House Down erwartet. Das war's, euer Tino.